Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video anschauen, wie wir die Spielbrett Factory, die wir im letzten Video erstellt haben, eben testen können, damit wir sicher gehen, dass diesen Code, den wir hier innerhalb der Erstelle-Methode geschrieben haben, auch genau das macht, was wir hier eigentlich von ihm erwarten. Und deswegen werde ich hier eben in Core Tests Projekt eine neue Klasse hinzufügen, die dann eben heißt Spielbrett Factory Tests. Und diese statte ich eben wiederum mit dem Test Class Attribute aus. Und kann dann hier eben weitermachen mit meinen Testmethoden. Okay, und die erste Testmethode, da weiß ich noch gar nicht genau, was ich da machen werde, deswegen nenne ich die jetzt einfach erstmal Foo. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mir das Test-Target erstellen möchte. Das heißt, ich mache mir hier eine neue Spielbrett-Factory. Und dann werde ich eben auf dieser Methode testTarget.erstelle aufrufen. Und zwar mit den Parametern, es sieht so aus, als wäre bei mir gerade ReSharper abgestürzt, so wie das hier aussieht. Ja, sieht so aus. Ich werde deswegen kurz das Video unterbrechen und Visual Studio nochmal neu starten. Okay, jetzt sind wir hier wieder an alter Stelle. Ich wollte hier die Erstelle-Funktion aufrufen und das mache ich natürlich mit 6 Reihen und 7 Spalten, so wie das aus der Vorgabe passiert ist. Und hier bekomme ich eben dann ein Spielbrett zurück. Und was ich hier jetzt eben mal sagen kann, ist, dass ich hier jetzt annehme, dass die Anzahl der Spalten, also wenn ich jetzt mal auf Spalte.count gehe, dann sehe ich auch noch, dass die hier jetzt eben 7 sein muss. Dann sehe ich, glaube ich, hier auch noch, dass ich hier etwas nicht so ganz richtig benannt habe. Das möchte ich bitte Spalten nennen. Das passt. Das passt. Okay. Gut. Also, erstelle erzeugt Spielbrett mit korrekter Anzahl Spalten. Genau, das kann man eben so machen. Und ich hoffe, wenn jetzt dieser Test hier ausgeführt wird, dass ich schon mal die richtige Anzahl an Spalten habe und das funktioniert. So, und dann werde ich noch eine weitere Testmethode schreiben, in der ich jetzt eben sage, dass die korrekte Anzahl an Reihen erzeugt wird. Das heißt, im Prinzip mache ich hier wiederum das Gleiche und werde eben hier dann eben annehmen, dass die Anzahl der Spalten bitte 6, Entschuldigung, der Anzahl der Reihen bitte 6 sein soll. Und auch das funktioniert. Schreibe ich eine weitere Testmethode, in der ich jetzt mal mir eigentlich die Inhalte von diesen Reihen anschauen möchte. Und zwar würde ich eben gerne wissen, ob erstelle erzeugt oder erstelle fügt korrekte Plätze zu Spalten hinzu. Das wäre jetzt so ein weiterer Test, der mir jetzt einfallen würde. Und ich würde jetzt wieder anfangen, hier diese Arrange- und Act-Phase zu kopieren, die ich hier in diesen beiden Tests habe. Und damit ich das auslagern kann, werde ich hier jetzt eine zusätzliche Methode schreiben, die eine sogenannte Test-Initialize-Methode ist.
Und diese Methode wird automatisch vom Unit Testing Framework ausgeführt, wenn eben ein Test ausgeführt wird. Also bevor jeder Test läuft, wird einmal diese Methode ausgeführt. Und ich kann dann eben sagen, dass ich das hier reinsetze. Und dann kann ich natürlich das hier wegnehmen und stattdessen hier Felder machen, damit ich in den anderen Methoden auf diese Elemente zugreifen kann. So, und hier erzeuge ich mir dann eben ein Feld, das hier eben jeweils genutzt wird. So, und dann kann ich eben auf das Spielbrett hier zugreifen. Und dadurch habe ich etwas weniger Code-Duplizierung. So, und was ich hier jetzt eben gucken möchte, ist, gibt es denn an einer, also ich greife mir jetzt beispielsweise mal die Spalte 3 raus. Das heißt, ich müsste jetzt eben auf das Spielbrett mal zugreifen und auf die Spalten und dann hier den Index 2 natürlich abfragen, weil wir ja nullbasiert sind. Und hier könnte ich dann eben schauen, wie der Index dazu ist. Das heißt, ich nehme an, dass Folgendes wahr ist, nämlich, dass wenn ich Spalte 3 mir anschaue und vor allen Dingen die Plätze, die dazugehören, dann muss für alle Elemente in dieser Plätze-Collection gelten, dass Platz. Das wäre jetzt eben die X- und Y-Position mehr oder weniger. Das heißt, wenn ich mir die X-Position anschaue, dann sollte das bitte 2 sein. Ein Platz weiß jetzt aktuell noch gar nicht, auf welcher Position er steckt, und genau das werde ich, glaube ich, jetzt nochmal hier hinzufügen. Das heißt, es gibt einen Integerwert, der da eben die X-Position, also die Spaltenposition sozusagen, angibt. Und dann haben wir einen Int-Wert, der die Reihen, also die Y-Koordinate mehr oder weniger anzeigt. So, und das lassen wir uns jetzt eben über den Konstruktor übergeben. Und wir schauen hier eben, dass x kann nicht kleiner sein als 0, das Übliche. Der Spaltenindex x kann nicht kleiner als 0 sein. Und genau das gleiche machen wir auch mit y. Und hier sagen wir eben, der Reihenindex kann nicht kleiner als 0 sein. Einfach, dass hier valide Werte in x und y reinkommen. Und natürlich kann man dann eben noch lesen, auf diese Position des Platzes zugreifen. So wie wir das gewohnt sind, eben einfach mit einer Eigenschaft, die bloß eine Get-Methode enthält. Okay, das wird einiges ändern in der Spielbrett-Factory hier oben. Nämlich, dass wir hier jetzt eben mitgeben müssen, hey, an welcher Stelle liegst du denn bitte? Und hier gebe ich jetzt einfach I und J mit in den Platz rein, damit wir hier jetzt eben den entsprechenden Platz haben. So, und genau das müssen wir jetzt eben auch hier in unseren anderen Tests durchziehen. Und das wird jetzt wirklich etwas ekelhafter. Wir müssen jetzt hier nämlich sagen, an welcher Stelle das entsprechende Element liegt. Also du beispielsweise an 0,1 und dann können wir das Ganze eben hier kopieren, wenn wir das möchten. Du bist 0,2. Du bist 0,3 und
du bist 04. Wenn wir das jetzt hier beispielsweise als Spalte darstellen wollen, also eigentlich sollte ich bei 00 anfangen, um es genau zu nehmen. So, das wäre vielleicht sinnvoller. So, und dann können wir uns das wiederum kopieren und müssen das hier unten einfügen. Ich glaube, ich werde es so machen, dass ich das so mache und ich hoffe, dass das funktioniert. Okay, das heißt, ich muss hier jetzt dann eben 01, 02, 03, 04 und 05 machen. Und genau das gleiche brauche ich eben hier unten auch. Und hier sage ich eben 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gucken wir mal, wie unser Code jetzt ausschaut. Wir haben hier immer noch Fälle, wo das Ganze nicht passt. Das heißt, wir könnten jetzt hier eben sagen, dass wir 0i nehmen an dieser Stelle und wahrscheinlich brauchen wir das hier auch, dass wir hier 0i nehmen. Und hier unten bitte auch. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ein Problem haben wir noch. Also hier habe ich das zweite Ist gleich vergessen. Und jetzt kompiliert unser Code auch wieder. Und wir lassen natürlich alle Tests laufen, damit wir schauen, dass diese noch funktionieren. Und das tun sie. Also, wir sehen jetzt zumindest, wenn wir mal beispielhaft eine Spalte aus dieser Spalten-Collection rausgreifen, dann können wir mal deren Plätze anschauen und verifizieren, dass die x-Koordinate, also die Spaltenkoordinate, von jedem Platz tatsächlich 2 ist. Und das macht eben diese all-Methode, die läuft durch alle Elemente dieser Plätze-Collection der Spalte durch und überprüft, ob diese Bedingung, die ich hier per Lambda an die all-Methode übergeben habe, für jedes der Elemente zurücktrifft. Ansonsten würde sie nämlich false zurückgeben, wenn das bei einem oder mehreren nicht der Fall ist. Ja, und das Gleiche kann ich natürlich auch für die Reihen machen. Das heißt, füge korrekt Plätze zu Reihen hinzu. Das heißt, ich greife mir spaßeshalber mal eine Reihe raus. Was weiß ich, Reihe 4, wenn ich das so möchte. Ich habe ja irgendwas zwischen 0 und 6 und ich gehe jetzt eben mal auf die Reihen und sage, ich hätte bitte gerne die Reihe Nummer 3 oder mit Index 3 und dann nehme ich eben an, dass es wahr ist, dass für diese Reihe 4 gilt, dass deren Plätze alle an der y-Koordinate gleich 3 liegen. Dann gucken wir das mal an, ob diese Methode auch durchläuft. Und auch das ist okay. So, bei den Diagonalen wird es jetzt schon etwas schwieriger. Was hier jetzt eben interessant wird, ist, wie die Diagonalen denn überhaupt hinzugefügt sind. Wir haben ja mehrere Schleifen durchlaufen, damit wir eben die entsprechenden Diagonalen überhaupt komplett erstellen können in unserer Spielbrett-Factory. Wenn Sie sich erinnern, das war ja dieser komplette Code hier unten, der ziemlich aufwendig ist, ehrlich gesagt. Und damit wir hier jetzt eben was Sinnvolles rausgreifen können, werde ich, glaube ich, auch die Diagonale noch um ein paar Informationen erweitern, die meines Erachtens ziemlich sinnvoll sind. Das heißt, wir fangen mal an mit dem Start x oder Startindex x und den Start Index Y.
Und dann hätte ich noch gerne eine diagonalen Richtung. Das sind dann eben die Sachen. Ich hätte hier gerne eine Enumeration und ich hätte gerne eine diagonalen Richtung von nach links unten und eine nach rechts unten. Damit man das ein bisschen besser lesen kann, lege ich das noch in eine neue Zeile. So, und werde hier eben jetzt auch diese Sachen jeweils mit hinzufügen. Und auch hier passe ich eben auf, dass der Startindex x nicht kleiner ist als 0. Das gleiche mache ich natürlich auch für den Startindex y. Also ich würde das vielleicht auch nicht mal groß schreiben, damit wir hier eben keine falschen Startindexe in irgendeiner Form bekommen. So, natürlich kann man dann diese Informationen aus der Diagonale wiederum auslesen. Ich werde hier jetzt nicht überprüfen, ob diese diagonalen Richtung richtig übergeben wurde oder nicht. Weil im Prinzip beschränkt einen die Enum ja auf zwei Werte. Man kann sie zwar anders darstellen, rein theoretisch, aber das würde ich jetzt hier nicht extra mit einem Guard Clause absichern. Okay, dann müssen wir natürlich wiederum in die Spielprojekt Factory schauen, weil wir jetzt hier eben an verschiedenen Stellen die Diagonale erstellen. Und wir müssen jetzt hier eben noch die diagonalen Richtungen, was wir denn jetzt eigentlich gerade machen, uns festlegen. Das heißt, hier ganz am Anfang gehe ich von links oben nach rechts unten. Das heißt, die diagonalen Richtung müsste diagonalen Richtung Punkt rechts unten sein. Okay, und dann kann ich eben sagen, wenn ich mir das jetzt richtig überlegt habe, die Diagonale muss bitte, die fängt eigentlich hier an, bei Spaltenindex i und 0. Das heißt, ich müsste jetzt hier für den Startindex x i reingeben und für den Startindex y 0. Dann eben die diagonalen Richtungen nicht vergessen und dann die Plätze. Und hier eben wiederum 0, j, die diagonalen Richtung und die diagonalen Plätze. Okay, und dann gehen wir hier weiter. Jetzt muss ich die diagonalen Richtung ändern. Das heißt, ich setze sie mal von rechts unten auf links unten. Und hier muss ich mir dann eben überlegen, der Spaltenindex ist i, der Reihenindex ist 0 und wir nutzen wieder diese diagonalen Richtungen, die wir festgelegt haben. Und hier muss ich das gleiche noch hinzufügen. Das heißt, hier habe ich eben Spaltenanzahl minus 1, die j und dann noch die diagonalen Richtungen. Man sieht schon, dieser Code wird echt langsam richtig unleserlich und komplex und nicht einfach verständlich. Und hier könnte man sich jetzt wirklich mal was überlegen, wie man das etwas entschlacken kann, damit das besser aussieht in dieser Spielbrett-Factory. Weil diese Klasse ist doch sehr lang, auch wenn sie vielleicht bloß 130 Zeilen hat. Aber meines Erachtens ist das schon zu komplex fürs normale menschliche Hirn. Vor allen Dingen, wenn ich noch die Kommentare wegnehmen würde, wird keiner mehr ganz so wirklich mit der Struktur, was ich hier in dieser Erstelle-Methode mache, zurechtkommen, meines Erachtens.
Okay. Machen wir weiter. Ich möchte jetzt eben mal exemplarisch eine Diagonale herausgreifen. Deswegen mache ich wieder eine Testmethode. Erstelle fügt korrekt oder Plätze zu Diagonalen. Also ich werde mir jetzt hier einfach mal eine Diagonale rausgreifen, und zwar folgende. Das ist nämlich die, wenn ich aufs Spielbrett zugreife und hier auf die Diagonalen, dann hätte ich gerne die erste. Wenn ich die Diagonale mir anschaue, dann sollte bitte die Diagonalenrichtung gleich Diagonalenrichtung links unten sein. Dann möchte ich bitte beim Das können wir jetzt noch hier weitermachen. Dann würde ich gerne noch sagen, dass die Diagonale Punkt Startindex x soll bitte sein. Das Ganze geht ja von 0 bis 6, das heißt, wir nehmen uns mal 5 einfach raus. Ist gleich 5. Und von der Diagonale der Startindex y soll bitte gleich 0 sein. Also A, diese Diagonale muss jetzt hier existieren, und im Prinzip, wenn ich mir das Spielbrett hier nochmal vorstelle und ich bin jetzt eben am rechten Ende des Spielbretts, mehr oder weniger, dann werden wir hier jetzt eben, wenn ich das mal so einzeichne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sollte es ungefähr ausschauen. Ich hätte jetzt gerne diese Diagonale hier, die hier so durchgeht und auch noch hier unten virtuell weiter. Das heißt, wenn ich mir das jetzt geschickt vorstelle, das sind ja nur 4 jetzt, vielleicht kann ich die nochmal hier die restlichen 2 Reihen noch mit hinzufügen. Vielleicht ungefähr so. 1, 2, 3, 4. Und dann muss ich hier eben noch ein paar Felder hochziehen. Und hier noch irgendwie abschließen. So, also so würde ja tatsächlich unser Spielbrett aussehen. Und ich hätte jetzt gern diese Diagonale hier. Und dann sieht man schon, also die fängt jetzt hier oben an und geht nach links unten. Und wir fangen eben hier bei Index 0, 1, 2, 3, 4, 5 an und Startindex Y. Also das heißt, das müsste dann auch der erste Platz sein. Und dann nehme ich mal an, dass der letzte Platz hier unten sein muss. Also das heißt, der muss bei Startindex X, also Startindex X gleich 0 liegen. Und Entschuldigung, bei x gleich 0 liegen, nicht beim Startindex, das ist natürlich Blödsinn. Und der y-Index muss 0, 1, 2, 3, 4 sein. Und dann kann ich mir auch gleich noch überlegen, dass ich eine andere Diagonale haben möchte, die mit drin sein soll, vielleicht die hier später. Das heißt, die würde eben bei 0, 2 anfangen und bei 3, 6 aufhören. Oder Entschuldigung, 3, 5. Das kann ich mir mal merken. Das schreibe ich mir nochmal schnell hin, damit ich es mir wirklich merke. Also wir hatten eben 5, 0 geht rüber nach 0, 4. Und wir hatten 0, 2 geht rüber nach
Eben, das war 3, 5, wenn ich das so richtig sehe. Gut, 5, 0, 0, 4, 0, 2, 3, 5. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Also, dann greifen wir uns jetzt sozusagen den ersten Platz raus. Gehen auf die Plätze und holen uns den ersten mit Link. Und auch den letzten. Und dann können wir eben sagen, dass wir hier annehmen, dass Folgendes wahr sein muss. Erster Platz Punkt x gleich 5 und erster Platz Punkt y gleich 0. Und hier mache ich noch einen zweiten Assert, dass ich eben sage, letzter Platz Punkt x gleich 0 und letzter Platz Punkt y gleich 4. Oh Gott, habe ich mir das jetzt richtig gemerkt? Ja, ein Hirn wie ein Sieb. Gucken wir mal, was passiert. Und der Test schlägt fehl. Jetzt habe ich natürlich auch x muss 0 sein und y 4. War das dann doch 5? Ne, das war schon 4, oder? Also es kann natürlich auch sein, dass ich noch einen Fehler in meiner Implementierung habe. Und deswegen werde ich das jetzt hier mal tatsächlich debuggen. Also wir kriegen hier definitiv eine Zieldiagonale, die so ausschaut. Und ich hole mir jetzt mal die Plätze auch raus. Und der letzte Platz ist bei 0,5. Aha, guck an, der macht es falsch rum. Oder habe ich es tatsächlich falsch im Kopf? Schauen wir uns nochmal die Plätze einfach der Reihe nach an. Dazu werde ich noch eine Änderung machen, damit wir das etwas besser sehen. Und zwar werde ich nochmal in die Platzklasse schauen, die ich leider schon zugemacht habe. Hier. Und ich werde hier noch toString überschreiben, damit wir im Debugger besser sehen, um welchen Platz es sich hier handelt. Wir haben hier eben string return Platz plus, hier nehmen wir x dazu, plus Komma und dieses y noch. Okay, wenn wir das gemacht haben, sollten wir jetzt etwas besser sehen, wo das Ganze schief geht. Und wir schauen uns einfach mal die Zieldiagonale an und besser gesagt eben deren Plätze. Und jetzt schauen wir mal. Also wir fangen bei 5, 0 an, gehen dann zu 4, 1, das ist richtig, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 0, 5. Ja, das sollte ja eigentlich stimmen, wenn ich mir das hier so anschaue. Also der wird mehr oder weniger eben immer kleiner in der Spalte und immer größer in der reinen Anzahl. Also wahrscheinlich war es dann doch das, dass ich mir hier das falsch gemerkt habe. Ach ja. Okay. Und das gleiche baue ich natürlich zu solchen Diagonalen hier zusammen. So, ich hole mir jetzt eben die erste Diagonale, deren Diagonalen Richtung eben bitte
gleich die nach rechts unten jetzt ist. Und wir hatten ja gesagt, dass wir hier jetzt sagen, Diagonale.startindex x soll bitte gleich 0 sein und Diagonale.startindex y bitte gleich 2. Und ich hoffe, ich kann mich jetzt wenigstens richtig erinnern. Der erste ist eben Zieldiagonale Plätze first. Und der letzte Platz ist eben Zieldiagonale Plätze last. Und dann nehme ich eben an, dass Folgendes stimmt. Der erste Platz ist bitte gleich 0 und erster Platz y gleich 2. Und dann haben wir beim letzten Platz x soll bitte gleich 4 sein, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Und letzter Platz, Punkt y bitte gleich 5, wenn wir diese Indexe uns anschauen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe es mir richtig gemerkt. Nein, natürlich nicht. Vielleicht habe ich auch mein Bild falsch gezeichnet. Das kann auch sein, dass ich da vielleicht irgendwie eine Spalte oder Zeile vergessen habe. Die Reihen und die Spalten. Na gut, also gucken wir auch nochmal kurz hier rein, wo jetzt hier der Fehler liegt. Wir debuggen jetzt diesen Test und schauen uns nochmal die Plätze an. Und wir gehen hier eben von 0,2 ja, bis 3,5. Also wahrscheinlich habe ich es mir mal wieder bloß falsch gemerkt. Aber wenn man sich diese Plätze hier eben anschaut, dann sieht man eigentlich, dass es richtig funktioniert. Da geht es eben in der Spalte 1 weiter nach rechts und in der Reihe 1 weiter nach unten. Also ist vollkommen richtig, wie das Ganze hier aussieht. Okay, und das heißt eben wiederum, dass ich hier mir nichts merken kann. Okay. Aber die Tests funktionieren jetzt. Okay, und dann schreibe ich noch eine letzte Methode, in der ich jetzt überprüfe, dass bestimmte Diagonalen eben nicht enthalten sind. Erstelle ignoriert Diagonalen mit weniger als 4 Plätzen. So, und das ist jetzt wiederum etwas einfacher zu schreiben, diesen Test. Ich schaue mir diese Diagonalen an und nehme hier jetzt einfach mal an, dass für alle gilt, dass die Diagonale bitte mehr als 4 Plätze hat. Oder mindestens 4 oder mehr. Und diese Testmethode ist jetzt relativ einfach und sie ist true. Das heißt, wir haben auf keinen Fall irgendwie Diagonalen drin, die weniger als 4 Plätze haben. Und genau das ist eben das, was wir wollen. Ich möchte noch eins dazu sagen. Diese Tests, die ich jetzt hier geschrieben habe, die haben mit TDD rein gar nichts zu tun. Ich habe die jetzt einfach aufgrund ihrer einfachen Verständlichkeit ausgewählt. Aber im Prinzip, was ich hier gemacht habe, ist einfach bloß mal in das Spielbrett reingegriffen und mir spezielle Spalten, spezielle Reihen, spezielle Diagonalen angeschaut. Das kann man so machen, um quasi so eine Stichprobe zu machen, ob das, was die Factory jetzt da erstellt hat, auch dem entspricht, was man sich hier vorstellt.
tatsächlich habe ich hier jetzt aber nicht validiert, dass wirklich beispielsweise jeder Platz in der Diagonale, die ich mir hier gerade anschaue, sozusagen an der richtigen Stelle ist. Und ich habe mir im Prinzip bloß den ersten und den letzten Platz angeschaut und dann gehofft, dass die Plätze dazwischen alle richtig sind. Wenn man das besser machen möchte, dann muss man eben Richtung Test-Driven Development gehen. Und das würde ich Ihnen tatsächlich auch empfehlen, dass Sie sich in dieser Richtung etwas fit machen. Ist einfach so, dass man zuerst den Test schreibt und wirklich richtig spezifiziert, wie beispielsweise eine Diagonale dann auf dem Spielbrett auszusehen haben. Oder besser gesagt, man könnte sogar spezifizieren, wie alle Diagonalen auf dem Spielbrett auszusehen haben. Aber das kann dann eben auch teilweise dazu führen, dass man den Code, den man tatsächlich dann in der Factory implementiert, um die entsprechenden Sachen zu bauen, dass dieser Code sich dann auch in den Tests wiederfindet. Hier. Also, dass man sozusagen eine Code-Duplizierung innerhalb von oder von Tests hin zur tatsächlichen Produktivcode hat. Was aber an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Der Test gibt halt bloß vor, wie die Implementierung sein muss. Und das kann eben so weit gehen, dass dann in der Testmethode das Gleiche steht wie in der tatsächlichen Implementierung. Zumindest abschnittsweise. Ansonsten sind wir jetzt aber hier am Ende dieses Videos. Ich wollte Ihnen bloß nochmal zeigen, dass es eben auch sehr einfach ist, Testmethoden zu schreiben und damit zu validieren, dass das, was wir da gerade geschrieben haben, funktioniert. Man muss dazu nicht unbedingt eben ein Programm starten und manuell durch das komplette Programm durchdebuggen, um sicherzugehen, dass die Klasse, die man gerade bearbeitet, ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!